Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ratchet & Clank, Tools of Destruction, oder besser gesagt Dance of Destruction, oder Tools of Dance. Erstmal dancen hier. Nice. Easy. Pyrosprenger. Ach du schon wieder. Ey, der geht einem aber auf den Keks, ne? Okay. Ciao. Und da sind wir beim Iris Supercomputer. Das ist also der Iris Supercomputer. Wie schaltet man das Ding ein? Anscheinend haben die Raumpiraten ihn beschädigt. Vielleicht kann ich den Prozessor reparieren. Clank ins Innere von Iris schicken. Na super. What the... Hell, einfach nur. Denk an die Lektionen, Herr. Denk an die Lektionen. Machen wir. Sony. Sony. Lass mich schweben. Sony. Sony, lass mich schweben. Ihr Zonis. Ihr kleinen Sony, Sony Boys. Energie. Yippie. Ach, die werden dann auch verbraucht? Alles klar. Ciao. Lulle lag doch der Kopf. WTF. Sony. Sony. Okay, aufladen. Energie. Energie. Das heißt, wir haben jetzt nur 4 Sonys anstatt 8. Yippie. Yippie. Yippie, yay, yay. Das war sehr nice. Sehr nice getimed. Kann ich auch zum Kämpfen nutzen. Muss ich da lang oder muss ich da? Da muss ich das essen. Okay. Nice. Ich spring gar nicht mit Clank. Ich mache das lieber mit den Zoni, da bin ich sicher. So. Jetzt stellt sich die Frage, geht's hier schon weiter? Das ist sehr knapp. Boah, aber so gerade geschafft. Energie. So, ciao. Yippie. Okay, die haben das Tor aufgemacht. Aber was war denn da hinten noch? Da hinten war doch noch ein Weg, wo wir nicht hingegangen sind. Hey, hier ist der Iris-Computer schon. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Da hinten war noch ein zweiter Weg. Entweder ist da ein Bolt. Ja, 100 Pro muss da ein Bolt sein.
aber sowas von 100 Pro. Kann ja nicht anders sein. Oder? Bin ich gerade nur Brain AFK? Nee, das war schon richtig, lol. Ah, lol, wer... Ah, so, wir sind von da gekommen, ne? Okay, alles gut. Da war da doch kein Bolt. Komm, schweben geht schneller. Glaube ich zumindest immer. Schweben geht schneller. Okay, geht wirklich schneller. Jo, das geht voll gut. Schweben beste. Beste. Und ciao. Hm, eine kaputte Vektorhülle. Vielleicht kann man sie reparieren. Ja. Ah, hier muss man was machen. Manipulieren. Weißt du über den Dimensionator? Der Dimensionator, ein Werk der Lombax-Architekten von Briggs Minor. Seine Entwicklung brachte den Wendepunkt im Großen Krieg. Und wie funktioniert der? Existenz ist unterteilt in unendliche Dimensionen. Der Dimensionator öffnet ein Portal zu diesen Welten. Die Lombaxer haben das Gerät konstruiert, um die Kragmeten zu verbannen. Wie konnte Tachyon überleben? Percival Tachyon. Entdeckt von Lombax-Trillium-Gräbern, Äonen nach dem Krieg. Eingefroren in einem Ei auf diesem Planeten und aufgewachsen auf Fastun. Warte, Tachyon wurde von Lombaxen aufgezogen? Positiv. Aber als er von seinen wahren Wurzeln erfuhr, wollte er die Kragmeten zurückbringen. Und wo ist der Dimensionator jetzt? Ein Forscher namens Max X Apogee brachte ihn nach Kershaw City. Stromzellen bei 8% Kapazität. 8% Kapazität. Nein, warte! Wo sind die Lombaxe hin? Warum haben sie mich zurückgelassen? Danke für Ihren Besuch bei Iris. Bitte vergessen Sie nicht zu quittieren. Wir müssen nach Kershaw City. Wenn wir den Dimensionator hätten... Ein so gefährliches Wurmlochgerät sollte niemand besitzen. Ratchet, bitte. Die Zoni sagen, Talvin hat Ärger. Wir müssen sofort nach Xordu. Weißt du, Clank, ich wünschte, du würdest auf deine wirklichen Freunde hören, statt auf deine Fantasiewesen. Koordinaten vom Xordum-Gefängnis erhalten. Okay. Ratchet ist ein bisschen pisst, kann ich aber verstehen, weil er seine Antwort wieder mal nicht erhalten hat. Willkommen im Grumman. Ja, komm, rüste auf. Hey, hier, Munition, nicht Dings, mach hier voll. Pyro, das hier. Und nochmal Muni, komm hier, voll auf Munition. So. Ich glaube aber trotzdem, dass wir einen Bolt vergessen haben. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Nö, okay, wir haben alles. Alles klar, dann Viceron. Und hier dieser Mukov, keine Ahnung, wo der sein soll. Den Rest haben wir alles. Jetzt geht's Vizeron. Xordum-Gefängnis. Let's go! Das ist auch die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Ich meine, das sind schon 14 Folgen gewesen. Ich hab so Bock auf dieses Spiel einfach nur. Das sieht aus wie Coruscant. Aus Star Wars. Ratchet,
Bitte versteh doch. Der Dimensionator muss zerstört werden. Wieso? Weil deine Fantasiefreunde das sagen? Ratchet, Clank, ich komm doch nicht ungelegen. Nein, wie kommst du darauf, Quark? Hast du die holographischen Pläne von Zordum für uns? Nein, keine Holographien, Ratchet. Ich bin zufällig ein begabter Plänezeichner. Ausgebildet an der berühmten Kerber-Zeichenschule. Seht her! Oh Gott. Das wird wieder lustig. Das Zordum-Gefängnis. Eine Höhle voller heuchlerischer Halunken, Hass und Horror. Das Domizil düsterer Desperados, demoralisiert durch Dekaden des... also Kriminelle eben. Um in den Bau des Bösen einzudringen, wird unser Agent, Codename Hackfleisch, den Grindschienen des sicheren Todes folgen, durch den Gang der gequälten Seelen gehen und die Gravirampe zum Schlund des spaßigen Schakals besteigen. Während ich die Operation aus meinem Refugium der Ruhe leite, springt unser Agent durch den Schacht in die Höhle des ewigen Leids. Dort trifft er auf eine Armee von Tachyon-Soldaten, ein Bataillon bewaffneter Banditen und einen ganzen Schwarm von Zombie-Ninja-Panda-Bären. Viel Glück, Hackfleisch! Dein Tod wird ein ruhmreicher Heldentod sein! Oh Gott. Alter, ich will dich auf die Zeichenschule von Kervan. Nee, ganz ehrlich, da will ich nicht drauf. Eieieiei. An diesen Planeten kann ich mich noch relativ gut erinnern, tatsächlich. Also vom Design zumindest. Der Vermittler. Das ist natürlich eine schöne Waffe, aber ich hätte gerne eine neue Rüstung. Die haben sich gerade selber gekillt. Ja, wow. Da kann ich auch nichts hier. Heil mich mal kurz. Danke. So, wenn ich mich jetzt recht entsinne, wenn wir hier lang gehen, dürften wir auf ein wunderschönes Item treffen. Es müsste der Kistenbrecher sein oder der Kartomat. So, und hier kommen wir zum ersten Mal an so einen Dingsbums. Jetzt müssen wir das Ding nämlich abschießen, was da oben ist. Wir treffen es aber nicht. Reicht eine Kreisklinge? Ja. So. Bitte ein Wartungsdroid zu den sensorischen Tanks des Verderbens in Sektor 4. Wartungsdroid zu Sektor 4. Ja, und hier müsste schon der erste Goldbolt sein. Da oben in dem, da oben drin. Da müsste ein Goldbolt drin sein. Nein, andere Waffe bitte. Bitte ein Wartungsdroid zum Himmelsdock. Die Grindschienen sind beschädigt. Wartungsdroid zum Himmelsdock. Ach, von oben ist das, ne? Ja, ja. So. Und die auch noch. So. So, hier müsste es den Gold Bowly geben. Komm schon. Lol, das wird ein Ratchet. Jo, das wird ein Ratchet. Naja, so plus minus. Kein Goldbolt, dann nur ein Holoplan. Ne, Visikopter. Oh, shit. Ich dachte, hier wäre ein Goldbolt drin. Nein! Ich dachte wirklich, hier wäre ein Goldbolt drin. Scheiße. Ja, gut. Komm schon.
Kein Bock, da runterzulaufen nochmal. Oh, nee, der war gut. Komm schon. Kann nicht wahr sein, dass ich dieses Scheißding nicht treffe. Ey. Scheiß Drecks, das ist Zielanvisierung, ey. Normalerweise kann man das von da oben da runter schmeißen, eigentlich. Habe ich früher immer so gemacht, eigentlich. Eigentlich. Ich hätte gerne eine Waffe. Nee, nicht die Waffe. Ich hätte gerne die Kreisklinge. Ist hier noch irgendwas? Aber hier müsste es eigentlich irgendwo. Oh. Irgendwo muss es hier doch ein Mechaniker bitte zu den Ladedocks. Punkt geben. Irgendwo muss es dir hier irgendwas geben. Aber okay, wir kriegen auf jeden Fall ein gutes Item. Wie gesagt, Kartoman oder Kistenweicher. Was kann ich jetzt hier machen? Oh, erstmal in diesen Dämpfen stehen, nice. So. Häftling Nummer 394K. McGonagall. Aufpassen, dass dieses die Plattform hier nicht runterfällt. Macht die auch mal gerne. Vor allem, ja, so in Kurven. Na toll. Das ist ja super geil. Okay, wir haben es schon mal bis hier geschafft. Ich hoffe, es ist der Kistenbrecher. Das wäre sehr gut. Die Polizeischiffe muss man auch abschießen, übrigens. Das müsste auch ein Zielpunkt sein. Sanitäter zur Cafeteria. Okay, nee, es ist nur ein Goldball. Scheiße. Oh Gott, Glück gehabt. Wie unfair. Jetzt müssen wir unseres wieder hochmachen, ey. Alter. Es ist nur ein Goldball. Oh, schade. Ich dachte, wir bekommen den Kistenbrecher. Oh, Mist. Ich dachte, das wäre hier. Naja, wenigstens Raritadium. Wenigstens das. Ha, schade, 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 Schokolade. Willkommen im Grand. Oh, 3000 Raritadium ist schon nicht schlecht. Was wollten wir aufrüsten? Den Pyro, ne? Hier mit Raritadium und, wird erledigt. Unterheißer Brennstoffeinspritzer. Ja, wir könnten das upgraden eigentlich, ne? Habe ich auch einfach gemacht. Nur noch Damage. Getan. So. Damage ist auch noch dabei. Ja, ich habe euch gesehen, ihr Mistviecher. Himmelstor. WTF. Ich muss erstmal dekodieren hier. Hallo?
ich brauche natürlich nur einen safen, ne? So, und fertig. Das war's eigentlich schon. Ja, es gibt aber irgendein Schloss, wo man irgendwie drei Kugeln lenken muss. Und Muss ich dazu irgendwas sagen? Alter, wie viel halten die denn aus? Alter. Über den Namen und die Größe. Warum? Warum ist Percival denn so ein komischer Name? Hat das irgendeine andere Bedeutung? Also ich weiß es jetzt aktuell nicht, aber ich weiß nicht, warum das jetzt so lustig sein soll. Den einzigen Percival, den ich noch kenne, ist doch hier von Harry Potter, ne? Ja, doch, von Harry Potter müsste es sein. Au. Oh, Cognito Slim. Hey, das ist doch hier unser Waffenhändler gewesen. Also unser Waffenhändler für spezielle Items. Für die Upgrades mit den Bowls und so, für die Waffen. Nice. Transport für Kälteschlaf, okay. Au. Oh, jetzt kommt ein Vierer-Jump. Ja, na toll. Alter, wenn wir jetzt... Oh Gott. Ah, Zulu gibt's auch noch. Stimmt. Was war Zulu nochmal? Krieg ich den Speicherpunkt wenigstens? Okay. Ja, ciao. Oh, der geht sogar da drüber. Oh, WTF. Komm schon. Oh, nice. Wir sind echt schön angeschlagen, ne? Oh, Rüstung. Bitte. Nein, Geräte. Alter, ich will kein Gerät. Wiesi kommt, das ist ganz lustig. Aber der heilt mich. Ja, danke, mein Boy. Oh. Treppen? Wer nutzt denn Treppen? Hallo? Ich hab Gravi-Rampe. So, haben wir uns noch schön das Raritanium gesnackt. Hab ich doch gerade gesehen, dass da ein paar Kisten waren. Was ist hier hinten dran? Nix. Okay. Hätte ja was sein können. Ne? Alter, ich hab nichts gesehen, weil... auf keinen Fall was? Du hast es geschafft? Ah, du hast es geschafft! Dann geh rein und hacke die Brücke mit deinem Dekodierer-Dingsbums. So, gib mir die Bowlies. Okay, wir hacken, Hackman. Hilfe! 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 Hallo, sterb! Oh Gott. Oh
Okay. Oh, V3. 6.100. Ja, von 5.100 auf 6.100. Ist klar. Alles klärchen. Alles easy peasy. Lemon squeezy. Da. Na, hier hin. Und dann hier oben. Obwohl, wir könnten es auch schaffen bis nach hier. Wer ist das schneller? Okay, sie sind beide gleich schnell. Okay. Gehackt. Da, 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 da. Plomb. So. Komme ich da irgendwie hin auf diese... Ja, komme ich. Sehr gut. Hallo, ich habe die Waffe ausgewählt, ja. So, wir müssen schnell hier rüber gehen. So, down. Boah, das gibt 10.000 Bonus. Alter Schwede. Ja, ich sehe die Gegner da. Ich weiß. Wenn du denkst, dass ich euch nicht sehe. Hallo? Ihr seid genauso nicht unsichtbar wie diese komischen Kisten. Diese unsichtbaren Kisten. So, haben wir hier noch irgendwas übersehen? Ja, tatsächlich. Es gibt 3 Gänge. Wir kamen von da unten. Da ist noch ein 2. Gang. Ah, da müssen wir erst hin, ne? Hier ist jetzt erstmal... Und wir könnten auch die Pyro... Oh, okay, die ist upgraded. Dann holen wir jetzt die Pyro raus. So. Hier müsste es, ja genau, hier gibt es auf jeden Fall ein Bolt. Ganz sicher ist hier ein Bolt. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Den muss man hier freischalten. Ah, das ist der schwere. Ist das der ultraschwere? Ich weiß es nicht. Nein. Oh Gott, ist das knapp. Nein! Falsch! Komm schon! Nein! Okay. Das ist der nervige. Weil ich kann mich an jetzt an kein anderes gerade erinnern, was so nervig ist wie das hier. Du hast so wenig Zeit einfach nur. Und es sind 5 Dinger sogar. Du musst halt wissen, wo du diese scheiß Kugel platzierst, ne? Du blöde, dreckige, scheiß, blöde, verkackte Mistkackkugel. Ja, ich weiß, mein Handy geht wieder los. So, ich muss aber hier hin. Ja, Handy ist mir egal. Jetzt habe ich Zeit. Ah, Sicherheit überwunden. So, hebt Handy aus. Alter. So, komm runter. Hina. Hina? Was? Hina? Wer ist Hina? So, und hier ist der Bolt. Sehr schön. Sehr schön.
Und jetzt wollen wir noch das zweite Hacking. Oh, zum ersten Mal auch zwei. Und danach werde ich die Folge beenden und das Spiel auch beenden. Also, ne, für mich heute ist Schluss. Wecker zeigt es schon an. Der Wecker hat es schon angezeigt. Duda, Duda, Day. So, der, also das ist hier richtig easy. Ja, das ist richtig easy. Einfach jetzt irgendwo hier hinsetzen, so. Ist egal, ob oben oder unten. Hauptsache, einer kommt durch. So, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.